Agentbase AG im Auftrag des Kunden. Sie müssen für Ihren Auftraggeber Prozesse digitalisieren. Wer setzt das für Sie um? Das ist unser Auftrag. Wir sichern Ihre Zukunft, indem wir Ihre Geschäfts- und Abstimmungsprozesse digitalisieren. Schönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier spricht Arthur Harbell von der Agentbase AG, ein Agent in Kundenmission. Warum dieser Podcast? Und ich verspreche Ihnen, es werden noch mehr Folgen. Ganz einfach. Wir stellen fest, dass man mal mehr darüber reden sollte, was bringt denn das Digitalisieren von Geschäftsprozessen? Reden alle drüber. Und ich möchte jetzt nicht dann so das typische Vertriebs- und Marketing-Blabla bringen, sondern wirklich vom Nutzen und Mehrwert unserer vielen Projekte, die wir schon durchgeführt haben, einfach mal erzählen. Weil wir dadurch auch hoffen, dass die Vorstellung der Agentbase AG, die ja immer mit dem Satz erfolgt, wir digitalisieren Geschäfts- und Abstimmungsprozessen, dass wir das einfach konkreter machen. Selbst der Beisatz, wir setzen Ihre Prozesse in IT-Lösungen um, ja, schafft schon ein bisschen mehr Erkenntnis, die ich dann so erkenne in den Augen meiner Zuhörer. Aber ich glaube, es ist doch mal besser, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also einfach mal Ross und Reiter nennen. Um was geht's mir heute? Nämlich um den Weg vom Antragszettel und der Excel-Datei hin zur digitalen Bestellanforderung. Ich dachte ja jetzt so mit knapp 25 Jahren Erfahrung mit dem Verkaufen von Prozessmanagementlösungen ist alles schon abgefrühstückt oder wie ein Kunde mir mal vor kurzem erzählte, aber das langweilt mich schon. Und ich denke, ja, ihn vielleicht, viele andere noch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich von meinem Nähkästchen anfange zu plaudern, ich könnte locker ein Buch füllen oder jetzt, ich könnte locker Bänder füllen oder, tja, Downloads. Aber das ist jetzt nicht die Intention, warum ich jetzt heute was erzählen möchte. Sondern ich möchte einfach mal nur einen kleinen Teil meiner Erfahrung mit Ihnen teilen. Wenn also IT-gestützte Prozesse auf Papier treffen, leidet nämlich die Produktivität und die Durchgängigkeit einfach aufgrund des zugrunde liegenden Medienbruchs. Und schauen Sie mal in Ihrem Unternehmen nach, es gibt es öfters, als Sie denken. Also den meisten von uns dürfte das bekannt sein. Speziell im Beschaffungsprozess ist eben neben den Kreditorenrechnungen auch der Umgang mit Bestellanforderungen, kurz auch BANF genannt, BANF, oft ein Hemmnis effizienter Abläufe. Ich erfahre halt immer wieder, dass Einkaufsorganisationen in Firmen häufig schon gut organisierte BANF-Workflows einsetzen, um daraus eben ihre Einkaufsbestellungen zu generieren. Aber was nutzen dann die anfordernden Mitarbeiter? Die nutzen auch ihren Antragszettel. Also wenn es gut kommt, in Excel und dann per Mail. Aber was passiert? Na ja klar, kommt zu den bekannten Medienbrüchen. Also diese Genehmigung in Papierform, das ist immer noch leider keine Seltenheit. Woher kommt das? Bleiben wir bei den Bestellanforderungen. Die sind ja in der Regel an Genehmigungsverfahren verknüpft, um einfach kaufmännische und fachliche Rahmenbedingungen sicherzustellen, also deren Einhaltung sicherzustellen. Ja, und je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist und wie es organisiert ist, unterscheiden sich die Rahmenbedingungen von einfach bis stark unterschiedlich. Ja, und entsprechend komplex wird es dann für die Beteiligten. Bei der näheren Betrachtung habe ich auch festgestellt, dass dann die von den Kunden eingesetzten ERP-Systeme, zum Beispiel SAP, einen flexiblen und dabei effizienten Genehmigungsprozess oftmals gar nicht oder nur unzureichend unterstützen. Ja. Und das führt einfach uns nicht weiter. Was sagen Sie jetzt dazu? Würde mich also für Feedback freuen. Schreiben Sie mich einfach an arthur.harbell@agentbase.de, den Arthur ohne H. Ja, und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Viel Erfolg!